So, ich bin auf dem Bielersee, bin am Morgen bei Zeiten aufgestanden und habe mein Bellyboot gepackt und losgefahren. Jetzt paddle ich raus, man hört es, oder gehört es eben nicht, ganz lautlos. Wenn ich mich hier bewege, ich will von einer Krautbank gehen und dort mal mein Glück probieren, schauen, ob etwas jagt. Währenddem, dass ich für den paddle, fische ich mit zwei Ruten. Ich habe den einen Wobbler dran, einen Jackson Trautune und einen anderen, einen kleinen Twister. Ich mache es so, dass ich auswerfe, mit den Flossen ein bisschen vorwärts paddeln, die Rolle offen haben, dass der Köder absinken kann. Dann gehen abwechslungsweise die eine und dann die andere Route zuziehen. Die erste Biss hatte ich schon gehabt. Ein kleiner Hecht ist auch schon gekommen, aber dann habe ich wieder schwimmen lassen. Mal schauen, was es jetzt dort gibt, wo ich eigentlich her will. Es ist wunderschön, ruhig. Die Sonne geht gerade auf. Was will man mehr? So. Der erste größere Ekel weggefangen. Auf gut 30. Was hat der Cocky-Twister genommen? Jetzt hoffe ich natürlich, dass von dieser Sorte noch ein paar kommen. Ich wechsle jetzt so mit der anderen, mit dem Wobbler, auf einen Twister. Der scheint im Moment besser zu laufen. In der Zwischenzeit ist es 8 geworden. Es ist immer noch ruhig. Hier auf dem See. Wunderbar. Ich habe 5 Egel gefangen. Es ist nicht überwältigend, es könnte noch besser werden. Aber selbstverständlich fehlt einfach die Hochdrucklage, die ein bisschen stabil ist, dass die Fische noch mehr beißen. Wie gesagt, gefischt habe ich mit 2 Ruten, einem Twister und meistens mit einem Wobbler dran. Beides auf geflochtenen Schnür, vordran ein Monofil angeknüpft, etwa 1,50 m. Und so hat es dann die Fische gegeben. Jetzt machen wir auf den Heimweg.